Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76 hier im Binkenwald. Ich bin. Was war das? Alpha was? Ich hab's gesehen, Alpha irgendwas. Egal. Bin auf dem Weg hierher, bin ich einer Myrler Königin begegnet. Der Kampf war aber recht unspektakulär. Sie hat sich halt versucht, die ganze Zeit zu verstecken. Und ja, ihr wisst, wie fett so eine Myrler Königin ist. Sie hat sich halt versucht, so einen Balken zu verstecken. Was offensichtlich nicht funktioniert hat. Und dann habe ich sie halt eine halbe Stunde lang abgeschossen, weil ich keinen Schaden gemacht habe an ihr. Aber ich habe sie getötet. Dafür 300 Erfahrung bekommen. So, dann bin ich 10 Meter gelaufen und dann war da ein kopfloser Ghoul, der irgendwie unsterblich war, der in der Luft geschwebt hat. Auch nicht wirklich spektakulär. Naja. Ja, doch, war schon ein bisschen ärgerlich, dass ich das nicht aufgenommen habe. Aber egal. Heute werden wir nämlich das Versteck des Saboteurs finden und dann möchte ich gerne noch ein bisschen was von der Fasnacht? Ich habe keine Ahnung, wie sich das nennt. Mir wurde ein Kommentar geschrieben, das heißt Fasnacht oder Fasnacht. Er hat es einfach nur geschrieben, wie es halt wirklich geschrieben wird, keine Ahnung. Kann ich trotzdem nicht erschließen, wie man das ausspricht. Richtig geschrieben habe ich schon. Aber naja, was bist du? Wir gucken gleich mal. Gibt's hier eine Werkbank? Ich kann wirklich, ich kann nichts mehr machen, ey. Bin einfach so maßlos überladen. Da. Was? Was soll das darstellen? Hey! BTF? Oder gerade irgendwas machen? Oder hat es mich einfach nur angelockt mit Loot? Hä? Muss ich das verstehen? Ich konnte da irgendwo gerade drauf drücken. Aber ich konnte nicht schnell genug lesen. Ihr könnt es natürlich lesen. Aber ich habe nicht so schnell drauf geguckt. Ah, gucke mal. Was läuft denn da? Oh, das ist eine grüne Tür. Grüne Türen sind immer gut. Da läuft er im Zickzack, der Arsch. Jetzt er weg. Gruselig. Hallo? Vielleicht finde ich hier eine Werkbank. Das ist nochmal so eine Pflanze. Da gehen wir jetzt mal hin. Ich würde ehrlich gesagt den Ghoul gerne looten, aber ich glaube, der ist für mich nicht mehr einfindbar. Hat er mich schon gesehen? Ja. Verprügel dich! Wie kann ich dich nicht treffen? Ja, zum Boden mit dir. Ich hoffe, das sind keine Flügel, die ich höre. Ich glaube, das ist mein Hammer jedes Mal, wenn ich ihn schwinge. Gib mir deinen Loot, Junge! Oh, ich habe keine Stims mehr. Oh, doch, fuck. Gib mir deinen Loot! Ein Brustteil. Ja. Kleidung, die ich nicht tragen werde, wahrscheinlich. Minus Schaden durch Tiere. Plus ein Charisma. Reduziert den Schaden beim Stehen und sich nicht bewegen um 15%. Ja. Was für ein Scheiß. Ich brauche Offensives, nicht Defensives. Offensiv. Denn Offensiv ist das neue Defensiv. Big Bocktown verlassen. Okay. Gibt es hier in dieser verlassenen Stadt vielleicht irgendwo, ich weiß nicht, eine Werkbank? Ich vermute da. Sind nicht alle Städte verlassen? Muss ich nicht checken.
Werkbank? Please? Herald, Leitartikel über irgendwas Anstalt. Oh Gott, nee. Das lese ich nicht. Tut mir leid. Dafür bin ich mir zu fein. Übrigens, für euch mal zur Info, morgen für euch heute wird Subnautica zu Ende gehen. Letzte Folge geht am Start und ich lade gerade Sekiro runter. Das ist ein neues Spiel von From Software. Und deswegen werden wir das machen. Habe ich voll Bock drauf. Dark Souls hat mir ja auch eigentlich Spaß gemacht, deswegen why not? Mal gucken, wie das wird, ne? Ich stelle euch darauf ein, dass ich eine Milliarde mal sterben werde. Level 15 ist. Hier, komm, ihr seid meine Munition nicht wert, ey. Oh, ich brauche alle Drogen, die es gibt. Ich werde mir alle auf einmal reinziehen. Gib mir Drogen! Drogen? Naja, gut, so was ähnliches. Seife ist auch eine Droge, oder? Es gibt Leute, die reinigen sich so krass. Das könnte man vermuten, dass das eine Droge ist. Werkbank? Ach komm schon. Nachtsicht, Zielfernrohr. Also hier ist alles, aber keine einzige Werkbank. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Hier muss doch jemand leben, der eine Werkbank hat. Das sieht alles ziemlich provisorisch aus. Wenn wir eins wissen, ist, dass provisorische Gebäude eine Werkbank brauchen. Wie wollen sie denn sonst alles bauen? Na, verschlossen auf 3, war ja klar. Nichts gönnt ihr mir, nichts. Übrigens an denjenigen, der hier mit, weiß nicht, 25, 30 rumläuft und keinen Schaden macht, macht ihr nichts draus. Vor ein paar Leveln konnte ich ja auch noch nichts ausrichten, also das kommt noch. Ja, Werkstatt. Ach deswegen, oh. Ja. Oh. Okay. Die weg. Die hier ist auf 35, ne? Meine ist auf 35, okay. Dann kannst du weg. Durchbohrendes Magazin. Wir brauchen mehr Aufsätze für die Armbrust, ne? Wir kriegen einfach nichts. Ich bin mir nicht mal sicher, ob man da überhaupt noch was bekommen kann. Ich würde sehr, sehr gerne mit ihr spielen. Sehr, sehr gerne. Aber nicht ohne Aufsätze. Das Lasergewehr kann weg. Die Laserpistole macht mit 41 Schaden eigentlich gar nicht mal so schlechten Schaden, ne? Oh, weg. Beta-Welle. Okay, ich hatte Hoffnung, dass ich jetzt Beta-Welle bekomme. Aber Hauptsache hier, für den ganzen kleinen Krempel bekomme ich Sachen. Wir behalten mal die Kralle, ne? Wir brauchen ja später eine fette Nahkampfwaffe. Von daher. Ja, soll ich das Ding behalten oder soll ich das wegschmeißen? So, den hier möchte ich mitnehmen für fette Viecher. Ignoriert 50% der Rüstung eines Ziels. Jetzt haben wir den hier natürlich. Der Daisy Cutter ist gut wegen der Gewichtsreduzierung. Den würde ich tatsächlich mitnehmen. Oh, ich wollte noch eine Sache machen, Leute. Oh mein Gott, wie konnte ich nicht daran denken? Oh. Und zwar, im Atomshop gibt es momentan etwas, was ich haben möchte. Und zwar
gehen wir mal auf Waffen. Der Holzintasin-Lackierung. Ich kann es nicht mal aussprechen, so cool ist das. So, gib her den Schäsel. So. Das wollte ich mitnehmen. Was kann man hier bekommen? Eisen, Wasser, Gold, Beton, Silber, Säure, Öl. Säure ist nicht schlecht, ja. Der Rest, ich weiß ja nicht. So. Kleidung, Raiderrüstung ist schon mal weg. Fallenstellerrüstung kann auch weg. Ja. Wir haben hier noch ziemlich viel Zeug bekommen. Kann alles weg. Brauche ich nicht. So. Ja, ich würde sagen, die legendären Waffen werden wir einfach verkaufen, wenn wir irgendwo sind. Muss ja nicht sein, dass wir das irgendwie verschwenden und wegwerfen. Ja, gut. Also, die verkaufen auch die ganze Scheiße. Ja, ist das eine Waffenwerkbank? Ja. Ich muss meine Waffen reparieren. So, ich möchte aber vorher hier mal ganz kurz gucken. Wir hatten doch... hier, ne? Nee, hier war das nicht. Ihr könnt die Präzision noch verbessern. Stechendes Magazin, war das hier? Durchbohrendes Magazin, da. Überlegende Rüstungsdurchdringung. Was habe ich jetzt momentan? Verbesserte Nachladegeschwindigkeit, ja gut. Nachladegeschwindigkeit. Wir gehen hier auf schwarzes Titan. Not too bad. Schalldämpfer, ja, kriegen wir glaube ich nichts Neues an Schalldämpfermäßigkeiten, ne? Haben wir hier noch? Rückstoß. Schlagangriff. Ich denke mal, der solide Griff wird hier am besten für uns sein. Das Aufklärungsvisier hätte ich gerne auf meiner Sniper drauf. Ehrlich gesagt, auf der 10mm macht das irgendwie nicht so viel, wirklich viel Sinn. Aber wir lassen es einfach dran, weil... YOLO. Und dann gehen wir hier drauf. Und dann... Was? Kein Material? Wieso steht da kein Material? Oh yeah. Wooden Inlay Paint. Achso, deswegen stand da kein... Okay, ich verstehe. Dafür haben wir noch keine Mündungsbremse. Wir haben nichts dafür, echt mal. Nichts. Ich wünschte, wir hätten etwas. Superhammer. Heizspule haben wir nur das hier, ne? Material. Gut. Kryolator. Können wir hier irgendwas machen? Nö. Haben Berserker irgendwas Neues? Was uns irgendwie hilft? Abgestimmt. Verbesserte Feuerrate, erhöhter Schaden. Verbesserter, erhöhter Schaden. Ja, Feuerrate natürlich, ne? So, was können wir hier noch so Schönes machen? Ja, von der Reichweite würde ich nicht so gern weggehen. Erhöhter Nahkampfschaden, Nahkampfschaden, ja gut, nee. Ein Zielfernrohr wäre vielleicht nicht schlecht für die Waffe. Jetzt haben wir ja nur den Schüssel. Überlegene Vergrößerung. Erhöhte Vergrößerung. Schalldämpfer kann eigentlich bleiben, ne? Wir könnten die Reichweite noch verbessern, ja, aber ich glaube, Schalldämpfer ist hier mit dieser Waffe wirklich das Nonplusultra, was wir so kriegen können. Und hier müssen wir eigentlich gar nicht gucken, ne? Nee. Können wir den Schaden noch verbessern? Nein. Ja, Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch was zu nütze ist. 25, ganz ehrlich. Ich glaube, die können wir so langsam mal wegschieben. Ich wollte Sachen reparieren, ne? Und zwar den hier. Ah! 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 Das ist jetzt Kacke.
Oh mein Gott. Ja, Was haben wir jetzt für Waffen nochmal? Wir haben 10mm, 308, Kryo. Ja, gut, wir wollen ja gucken mit dem Damage, ne, ob wir das irgendwie steigern können. Und 45er. So. Oh, die passt nicht mehr rein. Die Mini-Atombombe. Da müssen wir wieder Platz schaffen. Okay, das ist jetzt ein bisschen kacke. Einer meiner Hauptwaffen wird nicht funktionieren, weil ich keine Federung habe. Wir brauchen 2 Federungen, dann können wir diese Waffe reparieren. Ja. So. Das hat auch bei dieser Waffe unglaublich gefehlt. Endlich die Fernrohr. Ja, schon viel besser. Ist zwar jetzt noch ein bisschen wuchtiger, ne, aber... müssen wir mitleben. Okay, Klemmbretter, Freunde. Klemmbretter. Wir brauchen Klemmbretter. Eine Menge davon. Ich meine, wir haben ja jetzt momentan unseren Hammer. Der löst die Probleme momentan richtig gut. Ne? Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Das heißt, Federung müssen wir einfach nur suchen und dann ist alles gut. Ach, gucke mal. Jetzt finde ich plötzlich die ganzen Schüssel hier. Wie viel wiege ich? 199. Ey. Keine Ahnung, wo das ganze Gewicht herkommt. Marinerüstung, mal wieder. Sollte mir mal den Scheiß reinziehen, ey. Das kann ich ja nicht lernen, ne? Plasmagewehr. Enklaven-Plasmagewehr. Ist das eine andere Art von Plasmagewehr? Zielerfassungshut für T45. Und für die T60 haben wir Overdrive-Servos. Ich würde eigentlich gerne auch mehrere Power-Rüstungen haben. Es wäre auch geil, wenn man die Power-Rüstung irgendwie umbenennen könnte. Weil wenn du sie da in deinem komischen Koffer hast, dann hast du da halt, ja, 3 Power-Rüstungs... Dinge, weißt du, aber weißt nicht, was was ist. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe den... okay, ich habe den Abfall nicht abgelegt. Ganz kurz mal zurück. Wir müssen Dinge ablegen. War das nicht hier irgendwo? Irgendwo da, ne? Gott. Hä, das war doch hier um die Ecke. Da kannst du mir doch nicht erzählen. Ich weiß doch, dass das hier war. Ich erinnere mich doch. Ha! Ich hab's gefunden. Okay. Es wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, den ganzen Müll zu lagern. Nein. Wir sollten das Schwarzpulvergewehr mitnehmen. Der kann mittlerweile auch weg. Ja, das Ding ist auch schon überlaufen. Alter, komm. Was soll denn der Scheiß? Immer so schwer. Ich muss den ganzen Scheiß irgendwo mal verkaufen, ganz ehrlich. So. Das war mir wichtig, dass die Dinger hier drin sind. Jetzt wiegen wir trotzdem nicht weniger, aber egal. Hauptsache, der ganze Schrott ist weg. Jo, dann können wir jederzeit jetzt wieder schnell reisen. Das gefällt mir doch. Ich weiß auch, wo ein Händler ist. Und zwar in dieser komischen Stadt. Wo wir gerade eben waren, also gestern. Da ist ein Händler, das weiß ich. Da bin ich nämlich gerade gespawnt, als ich wieder angefangen habe aufzunehmen. Und vielleicht gehe ich dahin nachher zurück. Oh, Bier. Gib's mir. Ja, Whiskyflasche. Es sind ja nur Flaschen, oder? Weiß es nicht. Ziehen wir uns rein. So, gib mir hier den guten Stuff hier. Boom. Was haben wir hier noch? Dinge, die ich nicht benutze. Einfach reinziehen. Traubenintest. Charisma, bessere Handelspreise für 10 Minuten. Okay, das sollten wir behalten.
Nee, habe ich da nicht gerade. Achso, das ist Müll wahrscheinlich gewesen. Was ist eigentlich jetzt hier? Unsichtbarkeit für 90 Sekunden. Der ist nicht wirklich lang. So, wo ist jetzt Mr. Saboteurs Versteck? Hier ist auf jeden Fall ein Bett. Ich denke mal nicht, dass das sein Versteck ist. Old Opossum. Old Possum, meine ich. Ein altes Opossum. Das ziehe ich mir rein. Ist das jetzt Abhängigkeit oder was habe ich da jetzt für Effekte? Nee. Ich will abhängig werden, ey. Das sieht doch gut aus. Was bist du denn? Okay. Oh, schon wieder der Scheiß. Nie will ich nicht. Hallo, Scott Turner. Brief an Jennica. Jennica, falls dich dieses Schreiben irgendwie erreicht, solltest du wissen, wie unglaublich leid es mir tut. Du hast recht. Ich bin ein Monster. Ich tat es, weil ich an eine Welt glaubte, in der alle Männer und Frauen gleich sein können. Ich habe versucht, diese Welt zu verwirklichen, zumindest in Vetoga. Aber wenn niemand mehr lebt, das ist nicht die Art von Gleichheit, die ich wollte. Woher hätte ich denn wissen sollen, dass die Bomben gleich am nächsten Tag fallen würden? Ist er schuld an den Bomben? Aber das ist keine Entschuldigung. Selbst wenn die Welt nicht untergegangen wäre, hätte ich mich geirrt. Das weiß ich jetzt. Ich leide unter einer Lähmung, vermutlich neurologischer Natur. Sie tritt immer nach einer Nacht voller Ohrensausen und unerträglichen Kopfschmerzen ein. Ich kann meine Beine nicht bewegen und das Atmen fällt mir immer schwerer. Aber ich wollte dir schreiben. Für den Fall, dass du nach mir siehst oder falls du kommst, um mich zu töten. Es spielt kaum eine Rolle. Ich habe unser aller Todesurteil unterzeichnet. Es tut mir so leid, Scooter. Wie von Jennica. Scott? Was zum Teufel? War das wirklich dein Ernst? Ich dachte, du laberst nur Müll. Wie konntest du das tun? All diese Leute. Mit der Welt geht es wirklich zu Ende. Wenn wir es schaffen wollen, müssen wir alle zusammenhalten. Allen fallen die Haare aus, ihre Augen bluten oder es passiert ihnen noch Schlimmeres. Und das einzige Krankenhaus weit und breit ist in Vetoga. Was hast du getan? Ich hoffe, du krepierst. Du bist ein Monster, Jennica. Bist du Karte zu... Wieso sind da so viele davon? Wie viel habe ich jetzt davon? So sind da so viele. Oh. 46? 47? Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Hätte ich gewusst, niemals. Aber jetzt ist es zu spät. Oder? Aber vielleicht kann ich helfen. Du, der du das hörst, wer auch immer du bist, du kannst den Virus nicht aufhalten. Aber du kannst dein Foto auf eine Positivliste der Software setzen. Dann hättest du wenigstens die Möglichkeit, in der Stadt zu leben. Du musst nur in mein Büro gehen. Dort ist ein Scanner angebracht. Hat er gesagt, wir sollen nur auf sein Klo gehen? Keine Ahnung, was er meint. Was für ein Ich hab Klo verstanden, tut mir leid. Die Welt geht jetzt zugrunde, wenn ich Klo verstanden habe. So, was haben wir denn hier? Für ein freies Wetter, ja. Na, kennen wir schon. Brief an Mama.
Mama, ich weiß, dass du glaubst, es wird nie passieren, aber das wird es. Ich komme meinem Ziel immer näher. Ich konnte alle Kochbots dazu bringen, alle Lebensmittel in der ganzen Stadt zu vernichten. Wenn es mir gelingt, die Protokolle der Rettungsdienste zu knacken, wird die Revolution beginnen. Und wenn es soweit ist, dann möchte ich, dass du nach Vetoga ziehst. Wenn Papa nicht mitkommen will, soll er eben in diesem Dreckslok verrecken. Aber du hast etwas Besseres verdient, Scooter. Brief an Sandy. Sandy, du bist wieder dabei. Triff mich nach Feierabend hinter der Einrichtung. Ich werde dich reinschmuggeln und dein Bild wieder ins Programm laden. Sei nächstes Mal einfach nicht so eine Zicke, Scott. Brief an den Bürgermeister. Bürgermeister Thomas He Molly, ich meine es ernst, das ist kein Scherz. Erinnern Sie sich noch an den Tag, an dem die Kochbots der Stadt alle Lebensmittel zerstört haben? Das war ich. Ihre Vorgängerin wollte einen Exekutivbefehl zur Evakuierung der Stadt erlassen. Warum wollen Sie mir nicht glauben? Sie muss doch etwas aufgeschrieben haben, einen Gesetzesentwurf vielleicht. Oder irgendwas in Form eines Tage- oder Notizbuchs. Diese ganze Geschichte mit der Bürgermeisterwahl nach Zufallsprinzip ist doch total hirnrissig. Hat denn niemand Experimente oder Simulationen durchgeführt, um zu zeigen, wie bescheuert diese Idee ist? Ich werde am Montag am angegebenen Ort sein. Seien Sie dort auch. Scott V. Turner. Für ein freies Vertrag. Nehme ich alles mit. Was? Habe ich gerade meine Munition weggelegt und sie ist verschwunden? Wo drücke ich überall drauf? Nee, habe ich noch, alles klar. So, fehlt nur noch das Terminal. Kann ich darauf zugreifen? Ah, easy. Ich habe die Befürchtung, dass ich mich ausloggen muss. Freunde, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Ich werde nochmal kurz hierher latschen und dann ziehe ich die Powerrüstung aus. Haut rein, euer Zero. Tschüss.